Herzlich willkommen zur Endvorschau. Der BVB trifft am Samstag auf Werder Bremen im Topspiel und wie ihr im Hintergrund seht, heute mal nicht aus dem Studio, sondern aus dem windigen Brakel mit Tobi Jörn. Wir waren gerade bei der Pressekonferenz mit Lucien Favre und Michael Zorc. Tobi, am Samstag gegen Bremen. Der BVB kann den Herbstmeistertitel klar machen. Was würde das nach dieser Hinrunde bedeuten? Ja, ich glaube, es wär der Lohn oder die Belohnung für eine unglaubliche Hinrunde bislang. Einmal verloren gegen Atletico Madrid, ansonsten ungeschlagen. Das ist natürlich außergewöhnlich bei der Vielzahl an Spielen, die der BVB bestritten hat. Die Herbstmeisterschaft selber, das versichern alle Beteiligten hier beim BVB, die bedeutet jetzt nicht großartig irgendwie was. Ist vielleicht ein ganz schöner Randaspekt, auch so als psychologische kleine Geschichte, aber eigentlich geht es natürlich nur darum, Punkte zu sammeln, weiter Punkte zu sammeln, die komfortable Situation an der Tabellenspitze zu verteidigen. Und insofern Herbstmeisterschaft, schöne Geschichte, aber davon kaufen kann man sich natürlich auch nichts. Das ist so und wenn die anderen Clubs mitspielen, steht der BVB schon als Herbstmeister fest, bevor er dann am Samstag selber gegen den Ball getreten hat. Gucken wir einmal kurz aufs Personal. Da hat Lucien Favre gerade für ein bisschen Gelächter gesorgt auf der PK. Es waren ja insgesamt 6 Spieler, die nicht mitgeflogen sind. Wenn wir Axel Witzel abziehen, waren es nur 5. Jadon Sancho mit dem Trauerfall, gehen wir auch davon aus, dass er wieder da ist. Aber es war ein bisschen im Nebelstochern für uns. Ja, also wenn man es, ich sag mal, seriös formulieren will, dann sagt man, glaube ich, dass Lucien Favre sich nicht in die Karten schauen lassen möchte. Er sprach so ein bisschen ominös von 3, die trainiert hätten, 2, die nicht trainiert hätten, auch auf Nachfrage, wer denn die 3 oder die 2 seien, redete er dann wieder nur von 3 und 2. Also das hatte fast ein bisschen Slapstick-Charakter, kann man, glaube ich, so sagen. Auf der einen Seite unterhaltsam, auf der anderen Seite irgendwie auch völlig nichtssagend, wenn man es auf den Punkt bringt. War überhaupt eine sehr launige PK, also die Laune und die Stimmung, die ist schon gut, das merkt man und auch gelöst. Ich glaube, wenn man es jetzt richtig einschätzt, also Marco Reus, der gefehlt hat in Monaco, der wird spielen können. Thomas Delaney, denke ich, gegen seinen Ex-Club kann auch spielen. Jakob Brun-Larsen, den hat es wohl vielleicht tatsächlich ein bisschen härter erwischt. Da steht ein Fragezeichen dahinter, wobei meine persönliche Einschätzung die ist, dass ich glaube, dass Rafael Guerreiro nach dem Spiel in Monaco vermutlich sowieso wieder die Chance von Beginn an erhalten hätte. Auf der linken Seite, da rechne ich eigentlich mit, dass der vorne links wieder spielen darf, weil er es in Monaco wirklich richtig gut gemacht hat. Axel Witzel war sowieso eine reine Schonungsmaßnahme. Jadon Sancho war ja aufgrund des Trauerfalls nochmal in England. Da steht auch kein Fragezeichen hinter. Also Sorgen personeller Natur gibt's nicht beim BVB. Dann Axel Zagadou, der ist immer noch mit Spezialschuh unterwegs. Ich glaube, da kann man davon ausgehen, dass das erst im neuen Jahr was wird. Und bei Jakob Brun-Larsen, wie gesagt, da ist noch ein Fragezeichen dahinter. Das entscheidet sich kurzfristig. Ansonsten, glaube ich, kann Lucien Favre auch gegen Werder eigentlich fast aus dem Vollen schöpfen. Ja, und eine intensive Hinrunde endet dann auch mit einer sehr intensiven Woche. 3 Spiele innerhalb von 6 Tagen. Das angesprochene Bremen-Spiel, dann Dienstag in Düsseldorf und Freitag dann das Topspiel der Hinrunde dann im Prinzip gegen Gladbach. 9 Punkte wären ganz cool, oder? 9 Punkte wären nie schlecht, ne? Also aus 3 Spielen maximale Ausbeute. Das wäre natürlich der krönende Abschluss. Ich denke, in Düsseldorf, da muss man gewinnen. Da gibt es keine zwei Meinungen. Ich glaube, dass auch zu Hause gegen Werder eine Menge möglich ist. Ich glaube, dass es ein attraktives Spiel mal wieder werden kann, weil ein Gegner kommt, der, anders als das die Mannschaften zuletzt teilweise gemacht haben, schon den Ansatz pflegt, auch selber attraktiv und offensiv Fußball zu spielen. Würde mich sehr überraschen, wenn Werder jetzt in Signal Iduna Park käme und sich nur hinten reinstellen würde. Halte ich für sehr unwahrscheinlich. Insofern hoffe ich und glaube ich an ein gutes Spiel. Düsseldorf wird dann, glaube ich, eher eine Zählklamotte. Da geht es dann irgendwie ums nackte Ergebnis. Und gegen Gladbach, ja, das kann dann eben nochmal ein richtig schöner Abschluss werden. Freitagabend, Flutlicht, Live-Spiel im Free-TV und so. Das ist dann nochmal ein richtig dickes Ding. Und ja, der BVB hat natürlich tatsächlich die Möglichkeit, wir haben gerade darüber gesprochen, diese Position, die er hat an der Tabellenspitze, sogar noch weiter zu verbessern. Und die Motivation ist groß und Michael Zorc hat auch gerade nochmal gebetsmühlenartig betont, dass es wirklich darum geht, kleine Schritte zu machen, nur von Spiel zu denken. Das klingt dann immer ein bisschen nach Floskel, aber auch wenn man so nach den Spielen mit den Spielern spricht, es wird schon eben auch gelebt, diese Floskel beim BVB. Und bisher fährt der Club damit natürlich auch sehr, 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 sehr gut. Ja, und die Frage nach der Meisterprämie für Lucien Favre hat der Sportdirektor auch offen gelassen, aber ich denke mal, die wird es geben.
Ich glaube, dass es heutzutage gang und gäbe ist, solche Prämien in irgendwelchen Verträgen zu verankern. Vielleicht auch eine Nicht-Abstiegsprämie. Wird es vielleicht auch geben, auch wenn jetzt Michael Zorc und Lucien Favre beide lange im Geschäft sind und vielleicht in gewissen Sachen auch noch so alte Schule ganz nett finden, glaube ich trotzdem, dass Lucien Favre vielleicht eine Meisterprämie hat, aber auch das ist, glaube ich, nur ein Randaspekt, weil ja, läuft auch so ganz gut. Es kommt, wie es kommt. Eben. So, zum Abschluss, wie gewohnt, der Tipp. Ich fange diesmal an. Ich tippe ein 2:1 für Dortmund. Ja, und ich habe ja gerade gesagt, also ich glaube, dass es ein richtig, richtig spannendes und mitreißendes Fußballspiel werden kann. Ich hoffe drauf und deswegen tippe ich mal 4:2 für den BVB. 6 Tore hätte ich nichts gegen. Wird kalt am Samstagabend im Stadion und das würde uns dann alle ein bisschen erwärmen. Ja, das Wort zum Sonntag, zum Abschluss. Vielen Dank fürs Zugucken und wir sehen und hören uns dann zur Analyse am Samstagabend bzw. Sonntagvormittag wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen.